Der wichtigste Schritt nach dem Mixen unseres Songs ist das Mastering. Bei diesem Schritt wird der Gesamtklang, die Dynamik und die Stereobreite optimiert, sodass der Track genauso fett klingt wie der neue Track von Martin Garrix, Harry Styles oder Taylor Swift. Mein Name ist Thomas Foster und in diesem Video erkläre ich dir, wie du beim Mastern deines Tracks vorgehen solltest. Schön, dass du am Start bist. Viel Spaß! Prinzipiell gibt es ja mal drei Möglichkeiten, wie man da vorgehen kann. Man kann zu einem externen Mastering-Studio gehen. Das heißt, man zieht seinen Track selber und zwar als Stereo-File und schaut, dass man nichts auf der Stereo-Summe hat. Maximal einen Limiter, der aber nur dafür sorgt, dass man nicht aus Versehen übersteuert. Man schaut auch, dass dieser Limiter nichts macht, was irgendwie dem Ganzen schaden kann. Weiters gibt es dann die zweite Möglichkeit, dass man selber mastert, wobei da unterscheidet man nochmal zwischen den Leuten, die ein Stereo-File genauso ziehen, als würden sie es zum externen Studio geben und dann eine neue Session aufmachen, wo sie selber mastern oder es gleich beim Mixen in der Stereosumme machen. Der Vorteil ist natürlich, wenn man es gleich in der Stereosumme macht, wenn ich eine Woche später einen Anruf kriege, mach doch mal den Gesang raus an der Stelle, dann brauche ich nur meine Session laden, das eine muten und kann sofort wieder mit den Mastering-Einstellungen ziehen. Also es ist der schnellste Weg, es zu machen. Aber natürlich hat es Vorteile, die anderen Wege, wenn jemand nochmal mit externen Ohren drüber hört und so weiter. Ja, diesen Punkt habe ich eigentlich nur reingenommen, weil er in die Theorie dazugehört. Die Audiorestauration. In diesem Schritt werden alle Auffälligkeiten wie unerwünschtes Klicken, Knackgeräusche oder Zischlaute im Originalmix entfernt. Außerdem werden kleine Fehler ausgebessert, die hervortreten, sobald ungemasterte Musik verstärkt wird. Ja, tatsächlich ist das gehört das eher in die Geschichte des Masterings, weil wenn wir heute irgendwelche Störgeräusche oder Knackser haben, dann eher deshalb, weil wir sie reingemacht haben, um einen coolen Vintage-Sound zu bekommen. Aber alle anderen Fehler behebt man schon auf den Originalspuren, würde ich sagen. Ich habe euch hier mal so eine Kette gebaut, wie so ein Mastering, so eine Mastering-Kette ausschauen könnte. Das heißt nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie man das machen kann, aber das wär ein guter Flow, den man sich mal als Vorbild hernehmen könnte. Wir starten mit einem Low-Cut, wo wir ganz tiefe Frequenzen rausnehmen. Dann haben wir einen Kompressor, einen Equalizer, einen Kompressor, eine Stereo-Verbreiterung, einen Limiter und am Schluss hängen wir die ganzen Analyse-Tools. Schauen wir uns das im Detail an. Low-Cut. Warum macht man das überhaupt? Die Bässe haben den meisten Druck und erzeugen damit auch den meisten Pegel. Je mehr wir also von den Bässen rausfiltern, desto lauter können wir mit dem Track werden. Die Bässe, die wir gar nicht hören können, sind also sinnlos und wenn wir sie rausnehmen, können wir den Track vielleicht schon wieder ein ganzes dB oder zumindest ein halbes lauter machen. Deshalb raus damit. Man sagt so bei 20, 30 Hertz. Aus meiner Erfahrung, wenn es ein Club-Track ist, wäre ich mit 30 sehr vorsichtig, dann eher bei 20. Was sagst du, Steffen, was Club-Tracks betrifft? Filterst du da die Bässe raus, wenn du es selber masterst? Also es kommt drauf an. Also ich viele EQs, also auch die im Bass linearphasig arbeiten, hörst du auch in höheren Frequenzen, wenn du unten was rausnimmst. Also versuche ich eher abzuwägen, was jetzt gerade Sinn macht, und ich versuche dann eher, wenn ich selbst den Mix erstellt habe, bei den Einzelspuren schon die richtigen Einstellungen von dem Low End zu setzen, damit ich dann im Mastering keine Phasenprobleme bekomme. Genau, also ansonsten, wie gesagt, es kommt ganz drauf an. Ich bekomme Master geschickt, da muss ich halt sehr viel rausnehmen und da gehe ich auch durchaus mal höher als 30, wenn es für den Track einzahlt. Und dann gibt es wiederum Tracks, da nehme ich gar keinen drauf, eben aus den Gründen, weil ich weiß, untenrum passiert nur etwas in der Kick und die Kick stört nicht. Und wenn ich irgendetwas im Low-End mache, dann zerhaue ich die Kick. Also, wie gesagt, es gibt immer programmabhängig das eine oder das andere Konzept. Vieles von dem, was man im Mastering macht, kann man sowieso schon früher im Mixdown und auf den Einzelspuren machen, da wo es am effektivsten ist. Da kommen wir auch bei späteren Punkten noch drauf. Und das ist der Vorteil, wenn man natürlich selber mastert, kann man immer entscheiden, was mache ich auf der Stereosumme oder was mache ich vielleicht nur auf den Instrumenten, bei denen es wirklich Sinn macht.
Ja, schauen wir weiter. Nach dem Low-Cut haben wir gesagt, wir machen einen Equalizer. Da ist auch wieder so ein Punkt. Ich brauche auf der Stereosumme in der Regel keinen Equalizer, weil wenn ich feststelle, ich habe zu viel Mitten bei irgendeiner Frequenz, schaue ich eher, wie ich das beim Mixdown ändere, also bei den jeweiligen Spuren. Aber wenn ich einen fremden Track mastern muss, dann macht es natürlich total viel Sinn, wenn ich feststelle, bei 4 kHz ist da ein bisschen spitz, dass ich da ein bisschen was rausnehme. Der nächste Punkt ist der Kompressor. Ja, auf der Stereosumme einen Kompressor. Ich habe jetzt mal zwei Beispiele abgebildet. Das ist der interne von Logic. Warum braucht man einen Kompressor? Ganz vereinfacht gesagt, unser Track hat in der Regel zu viel Dynamik, wenn ich keinen Kompressor drauflege. Ich sage es jetzt mal ganz simpel, so simpel ist es natürlich nicht. Stellen wir uns vor, die Strophe ist sehr leise und hat sehr wenig Pegel und der Refrain knallt volle Kanne. Was passiert also? Ich fahre im Auto und es läuft gerade die Strophe und ich denke mir, ich höre nichts. Wieso ist das so leise? Ich drehe lauter. Jetzt kommt aber der Refrain und knallt mir die Ohren weg. Also, wie stark ich komprimiere, hängt also auch sehr davon ab, wo der Track gehört wird. Wenn der im Kino läuft und mit vollem Pegel gespielt wird, ist es vielleicht gut, viel Dynamik zu haben. Dann brauche ich nicht so viel komprimieren. Wenn ich will, dass das auf der Alexa gut durchkommt und gut knallt, dann sollte ich schauen, dass ich viel komprimiere, dass ich immer Vollpegel habe. Zu dem Thema, wie stark ich komprimiere, komme ich gleich noch, wenn wir dann zu den Analyse-Tools kommen. Wie ist denn eure Erfahrung so, wer immer was dazu sagen möchte von den Anwesenden, zum Thema EQ und Kompressor beim Mastering? Jedes Mal, wenn man mit EQ rangeht, dann sind das immer so Eingriffe, wo man sich sagt, das hätte man vielleicht im Mix besser gelöst. Weil jedes Mal mit EQ eingreifen bedeutet, man zieht ja nicht nur in der Mitte, keine Ahnung, Piano hoch, sondern man zieht ja sämtliche Instrumente auch mit hoch oder mit runter, je nachdem. Ja. Und ja, okay, also maximal 3 dB vielleicht, wenn überhaupt. Also EQ-Eingriffe sehr, sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Sehr vorsichtig. Steht auch in jedem Buch für Mastering. 1-2 dB, aber nicht zu viel. Ja, ganz genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Stufe weiter. Das ist die Stereo-Verbreiterung. Was bedeutet denn das überhaupt? Stereo-Verbreitern heißt, dass man links die Gegenphase von rechts dazu mischt und rechts die Gegenphase von links. Was dann passiert, ist, dass ein Signal, das den Eindruck hat, als käme es von meiner linken Box, auf einmal nach außen wandert, also weiter außen, als die Box überhaupt steht. Das ganze Hörspektrum geht weiter nach außen, als die Boxen sind. Jetzt könnte man meinen, das ist doch super, machen wir das möglichst viel, aber je stärker man das macht, desto weniger monokompatibel ist mein Track und deshalb sollte man damit sehr vorsichtig umgehen. Auch hier empfiehlt es sich, das vielleicht gar nicht auf der Stereosumme zu machen, wenn man die Möglichkeit hat, sondern auf den Gruppen, wo es Sinn macht, also nicht auf den Monosignalen wie Kick, Bass, Gesang, sondern eher auf, ich habe zwei Gitarren, die eine ist ganz links, die andere ganz rechts und jetzt mache ich eine Stereo-Verbreiterung, damit die noch weiter nach außen rutschen, bei den Chören, bei allen Signalen, die halt gutes Stereomaterial liefern. Oder es gibt hier ein schönes Tool von Ozone, was so das beste oder beliebteste Tool zum Thema Mastering von Isotope ist. Und da hat man auch die Möglichkeit, dass man in 4 verschiedenen Frequenzbereichen, das ist das, was ihr hier jetzt seht, entscheidet, in welchem Frequenzbereich, also hier sind die Höhen, die hohen Mitten, die tiefen Mitten und die Bässe, man wie stark diesen Effekt anwendet. Und meistens macht man das bei den Höhen am stärksten und bei den Bässen geht man sogar Richtung Mono, denn man möchte, dass die Bässe immer aus der Mitte kommen und deshalb macht es durchaus Sinn, die tiefen Bässe unter 150, 200 Hertz ruhig ein bisschen Mono zu machen. Das ist immer die Stelle, wo ich euch mal ein bisschen Platz lasse, wenn ihr irgendwas dazu sagen wollt oder da irgendwelche Erfahrungen einbringen wollt oder auch mal was anders seht als ich, was ja total okay wäre. Steffen? Klar, also das mit dem Bass Mono, das ist natürlich klar, vor allem wenn man irgendwie im Club steht, da wird wahrscheinlich irgendwie, da passiert es oft, dass halt der Bass von nur einer Seite, also von links oder von rechts abgezweigt wird
Und wenn man da halt irgendwie lustige Stereo-Effekte hat, dann macht das keinen Sinn. Und das Gehör ist ja auch so, dass man wahrscheinlich so, je nachdem, wie gut man hören kann oder wie der Raum ist, so unterhalb von 200 oder vielleicht 150 Hertz sowieso nicht mehr genau sagen kann, aus welcher Richtung kommt jetzt der Bass. Trotz allem gibt es natürlich Stilistiken, wo der Bass dann Stereo sich anhören muss. Werden aber halt die Hörer von den Produzenten getäuscht, weil das passiert dann meistens in einem höheren Frequenzspektrum und nicht dann unterhalb von 100 Hertz. Ja, hier war eine Frage im Chat. Ist monokompatibel nicht bloß für die tiefen Frequenzen wichtig? Na, monokompatibel sollten wir uns immer bemühen zu sein. Wenn man nicht monokompatibel ist, bedeutet das, dass wenn ich es mir mono anhöre, also zum Beispiel auf der Alexa, ja, dass dann irgendwas nicht so ist, wie es sein soll. Es ist nicht monokompatibel. Ja, und das wollen wir ja nicht, dass auf einmal der Mix schlecht klingt. Lieber klingt es mono gut und er hat nicht ganz so viel Stereo-Effekte. Und wie der Steffen richtig gesagt hat, das Richtungshören im Bassbereich ist sehr schlecht. Könnt ihr mal selber testen. Wenn ihr verschiedene Audiosignale habt, die im Mittenbereich sind, könnt ihr genau sagen, das kommt jetzt von rechts, das von links. Und wenn ihr nur etwas unter 200 oder besser noch 150 Hertz macht, werdet ihr nicht mehr in der Lage sein zu sagen, ob das aus der linken oder rechten Box kommt. Der nächste Punkt, den wir hier haben, ist das Thema Limiter. Und was meine ich denn genau, wenn ich Limiter sage? Da geht es ja letztendlich drum, wenn wir irgendwann zu viel Pegel hätten, würde das übersteuern, was ja im Digitalen gar nicht geht und sofort zu negativen Steuergeräuschen kommt. Ein richtiger Breakwall-Limiter führt dazu, dass das abgeschnitten wird. Das heißt, bevor es übersteuern würde, wird der Pegel runtergesetzt, wird es leise gemacht. Damit werden also die Spitzen, die zu hoch ausschlagen würden, runter geregelt in der Lautstärke, sodass es nicht übersteuern kann. Und wie stark wir jetzt Kompressor und Limiter einstellen, dazu komme ich noch später. Aber ein wichtiger Punkt ist, wie stark man den Ausgang einstellt. Und wenn jetzt mal hier auf die beiden Grafiken schaut, der Adaptive Limiter vom Logic, den habe ich den Ausgang auf -0,1 eingestellt. Und genauso würde ich es normalerweise beim Mastering auch bei einem Voxengo machen. Manche gehen auch auf -0,3. Warum gehen wir nicht auf 0 hoch? Weil es oft noch später Stufen gibt wie das Dithering oder das Konvertieren in ein MP3. Und da kann es zu Problemen führen, wenn wir bis 0 auspegeln. Und dann will ich auch schon weitergehen zu den Analyse-Tools. Und da gibt's mal ein Thema, ja, wie laut mache ich denn meinen Track wirklich? Sprich, wie stark komprimiere ich ihn? Natürlich mache ich ihn so laut, dass er auf jeden Fall den vollen Pegel hat, dass auf jeden Fall der Limiter ein bisschen was tut. Aber fahre ich da jetzt so richtig rein, dass der Limiter einfach nur noch wie blöd arbeitet? Oder mache ich das sehr dezent? Und da kann man mal den Zustand messen mit den sogenannten LUFs. Was sind die LUFs? Das ist die durchschnittliche Lautstärke. Also normal messe ich ja die Lautstärke in dB, aber dann weiß ich nur, jetzt in dieser Millisekunde hat es gerade -10 dB, jetzt hat es gerade -2 dB. Aber die LUFs sagen mir die durchschnittliche Lautheit. Ich kann also den ganzen Track mit diesem Julian Loudness Meter 2, ein Plugin, das übrigens gratis ist und wirklich einen tollen Job macht, wirklich sehr gut ist. Und da sehe ich hier in der zweiten Zeile, wo das so blau unterlegt ist, wird mir die Integrated Loops angezeigt. Und das sind die, die uns interessieren, die uns sagen, wie laut ist denn jetzt dieser Track tatsächlich? Und was ich euch sowieso empfehlen würde, ist, sucht euch Referenztracks, mit denen ihr arbeitet, die im ähnlichen Genre sind. Also wenn ihr Hausmusik macht, sucht euch die aktuellsten, besten House-Tracks. Schaut, dass ihr die nicht streamt, sondern wirklich irgendwo kaufen könnt, wo ihr sie als meinetwegen MP3 oder besser sogar noch als WAV runterladen könnt und vergleicht. Und schaut mal, wie viel Loops die haben. Ich habe für euch ein paar Titel gemessen, damit ihr nur mal einen Vergleich habt. Das sind so Blinding Lights oder Dua Lipa mit Don't Stop Me Now, so aktuelle Pop-EDM-Tracks. Und da sehen wir, die sind alle so bei -6,2 ist, glaube ich, jetzt der lauteste. Und der leiseste sehe ich jetzt hier bei -8,3. Also wenn es so ein
Dance-Track, Pop-Track ist, dann kann das so Richtung minus 7 durchaus gehen. Wenn ihr natürlich eher einen Unplugged-Track oder eine Filmmusik, wo das Orchester viel Dynamik hat, dann sind das natürlich viel weniger Loops, minus 10, minus 15 oder bei Klassik vielleicht sogar minus 20. Wie ist denn da eure Erfahrung zum Thema Loops? Arbeitet ihr mit Loops? Ja, durchaus. Also ich sehe auch immer zu, dass ich irgendwo zwischen 9 und minus 10 lande am Ende. Minus 9 und minus 10. Also irgendwo dazwischen dann. Ja, ja. Steffen? Kommt doch wieder auf den Style drauf an. Ich habe jetzt so ein Akustikalbum gemischt. Da waren wir so eher so 9 bis 11, bis 12, je nachdem, wie dicht die Tracks waren, weil sich alles andere nicht gut angehört hätte. Ja. Und im Haus kommt es auch wieder ein bisschen drauf an. Da gibt es, also es gibt ein paar Acts, die schaffen es wirklich, einen Track auf minus 5 hoch zu prügeln. Und es klingt trotz allem gut. Also da großen Respekt, aber dazu muss man wirklich muss man wirklich alles im Griff haben und auch schon so mixen, dass man das überhaupt erreichen kann. Es hängt also auch wie gesagt, hängt es vom Mix ab. Es hängt auch sehr stark vom Song ab. Ich meine, wenn ich in dem Song einen riesen Break habe, wo es mal ruhig ist für 10 Sekunden, ändern sich ja schon meine Loops, weil der trägt ja auch dieses Loch, wo nichts ist, trägt ja auch zur durchschnittlichen Lautstärke bei. Wie gehst du davor, Kai? Ich bin eigentlich so rein der Gehörmensch. Also ich gucke schon mal drauf, ich habe die Anzeigen natürlich auch, aber für mich sind viel mehr Sachen wichtig, was mein Ohr mir sagt. Also ich gehe da auch wie Steffen, wenn ich da mal gucke, ich habe also Tracks, da bin ich wirklich bei 5 oder so. Habe es auch schon kräftiger gehabt bei dieser Kraftwerknummer, die ich jetzt gerade gemacht habe. Da werde ich dann richtig laut. Aber es kommt drauf, Steffen hat schon richtig gesagt, wie du arbeitest. Und ich habe halt vielleicht euch gegenüber im digitalen Bereich ein bisschen den Vorteil, dass ich einfach wesentlich mehr Headroom hier habe im Studio durch meine Analogtechnik, weil ich teilweise plus 20 dB fahre. Also bei euch heißt es im Digitalen 0 dB und Schluss Overload. Ja? Und ich prügel teilweise die Nummer schon im Vorfeld im Analogbereich richtig hoch und dann stauche ich sie zusammen und da habe ich natürlich schon eine riesen Lautstärke dahinter. Ja, was der Kai sagt, ist absolut richtig. Eigentlich sollten immer die Ohren das wichtigste Kriterium sein. Aber diese ganzen Messgeräte helfen natürlich, dass man ein bisschen versteht. Und ich gehe immer ein bisschen so vor, wenn ich sehe, ich habe weniger Loops als vergleichbare Tracks, dann weiß ich mehr, worauf ich mit den Ohren achten muss und ob mir das trotzdem so recht ist oder ob ich es ändern will. Übrigens, wenn ihr das Thema Loops ein bisschen besser verstehen wollt, gibt es da ein tolles YouTube-Video, das ich mal gemacht habe, wo es nur um das Thema Loops geht, wo die überhaupt herkommen, wie die funktionieren, wie man die misst und worauf man da achten sollte. Ich habe euch den Link kurz hier mal in den Chat eingesetzt. Loops, wie laut sollte euer Track gemastert sein, heißt das Video. Ja? Ich hätte noch einen Satz zum Nachtragen, also sehr gerne. Finde ich ganz wichtig ist. Für mich ist im Mastering viel, viel wichtiger, wie jetzt auf die Luft zu achten. Ich habe ja zwei Analyzer, zwei Clark Analyzer und einen habe ich vor Mastering-Signal und einen nach Mastering-Signal. Und das ist eigentlich auch sehr wichtig. Das könnt ihr aber auch im digitalen Bereich nachbauen, indem ihr euch zum Beispiel wie bei Logic einfach die EQs nimmt und macht die Analyse an, also den Analyzer dazu. Und dann könnt ihr das auch vergleichen, weil durch Kompression und auch durch externe Kompression, jetzt zum Beispiel auch durch einen Röhrenkompressor oder einfach nur ein Summierer, verändert sich das Klangbild. Und teilweise werden dann da Sachen nach oben geholt, die du gar nicht haben willst, die aber im Mix, in der Breite erstmal gar nicht so wahrnimmst. Aber wenn du dann so ein bisschen zwei Analyzer übereinander hast, wo du so ein bisschen gucken kannst, was ist das Signal, bevor ich es verstärkt habe, was ist danach, ist das eine Riesenhilfe. Und ganz wichtig, schaut bitte immer auf Phasenschweinerei. Das entsteht sehr schnell. Also das ist da, wo mein Blick am meisten drauf ist. Ich gucke natürlich auf meinen RTW, den ich über dem Mischpult stehen habe, ob ich die Null habe und auch da nicht drüber haue. Und dann gucke ich natürlich, ob ich eine Phasenschweinerei drin habe, also Phasenauslöschung. Das ist natürlich, dein ganzer Mix ist kaputt, sobald wie du eine Phasenauslöschung drin hast, dann kannst du mischen, wie du willst, dann, es wird nichts mehr. Alexandra, hast du denn die Null? Ob ich die Null habe? Ja. Nee, ich bin gerade offline gegangen, weil ich 50% drin habe. Ja. Also besser, als
besser als 2 Promille. Ja? Also ich bin auch über der Null, muss ich dazu ehrlich sagen. Ich habe mich noch nie fürs Mastering interessiert, aber ich bin so gebannt gerade und sitze hier und schreibe alles mit. Also ich bin ja nur spezialisiert, was Vocals angeht. Ja. Und, aber es ist wirklich interessant. Und wer weiß, vielleicht fängt die Mutti irgendwann an zu mixen. Ja. Die Mutti, dann möchte ich der Mutti... Dann möchte ich der Mutti noch was ganz Wichtiges auf den Weg mitgeben. Also die Tipps vom Kai waren super, auch mit dem Analyzer vorne und hinten großartige Tipps und Ratschläge. Die Firma Isotope hat ja das Tool gemacht, das im Digitalbereich zum Mastering am beliebtesten ist. Und das ist der Ozone. Und da haben sie was ganz Spannendes gemacht. Sie haben ein paar tausend Tracks analysiert und haben gemessen, wie viel tiefe Frequenzen haben sie denn, wie viel tiefe Mitten, hohe Mitten und Höhen haben sie. Also ein ganz simpel in vier Frequenzbereiche eingeteilt, die ihr hier seht. Und das haben sie auch noch mit unterschiedlichen Musikstilen gemacht. Also da ist so ein Menü, wo man umschalten kann, ob es mehr orchestrale Musik ist, EDM, Pop oder so weiter. Ja, das ist jetzt gerade Bass Heavy, ist eine Kategorie. So. Und jetzt könnt ihr euren Track durchlaufen lassen und dann seht ihr mit dieser weißen Linie, wo ihr steht. Also in dem Fall würde man sehen, ich bin mit allen vier Bereichen im Durchschnittsbereich drinnen, aber die Höhen bin ich an der Oberkante. So. Das heißt nicht, dass man immer drin sein muss oder dass es falsch ist, wenn man nicht drinnen ist. Aber ich finde es immer gut, wenn man den ganzen Tag an einem Track arbeitet und sich eh schon unsicher ist, dass man mal sich anschaut in dem Tool, wo bin ich denn? Wenn alle vier schön in der Mitte sind, dann ist sowieso alles gut. Wenn man jetzt wie hier zum Beispiel ganz oben ist oder vielleicht sogar noch drüber, naja, dann sollte ich mir mal kritisch hinterfragen, ist denn die Hi-Hat zu laut? Ist denn im Höhenbereich irgendetwas, was nicht so ist? Oder weiß ich genau, warum das so laut ist und finde es gut so und will es auch so lassen? Also man muss ja nicht immer gleich was ändern, nur weil ein Messgerät was anzeigt. Aber es anzuschauen, zu verstehen und zu überlegen, was es für einen bedeutet, ist, also mir hilft dieses Tool immer sehr, ich finde es angenehm. Absolut. Also was, wenn du, Entschuldigung. Ja? Ich wollte nur kurz sagen, es ist auch, wenn du sagst, es gibt Referenztracks, es ist immer ganz wichtig, dass du halt den Referenztrack, also der Referenztrack ist im Zweifelsfall, wie du gesagt hattest, halt da oben bei irgendwie -7 oder -6 oder sonst wo Lufts. Das heißt also, da hinzukommen mit Bordmitteln ist schon echt schwierig, da muss man gut sein. Es hilft immer, wenn man einen Referenztrack hat, man muss ihn leiser machen, wenn man mixt. Ich habe einen neuen Praktikanten und der hat irgendwie dem habe ich einen Track zum Mixen mal gegeben, habe ich gesagt, so, du hörst jetzt den Referenztrack, ja, aber versuch nicht erst so laut zu werden und dann zu mixen, sondern nimm den Referenztrack runter und dann versuch die Balancen einzustellen, solange bis du das Gefühl hast, dass du dich da irgendwie angleichst. Dann hat man Headroom von, keine Ahnung, 3, 4, 5 dB. Und dann habe ich gesagt, so, und dann mach jetzt einen Limiter drauf. Und das Teil hat richtig gut geklungen, weil einfach die Grundbalancen gestimmt haben und man nicht irgendwie, wie der Kai auch sagte, dann sich in dem Moment, wo man dann halt laut macht, wieder ganz andere Sachen reinholt, weil die Grundbalance richtig ist. Also heißer Tipp, alles leiser machen. Super, vielen Dank. Und für mich auch noch eine kleine Anregung, wenn wir gerade kurz bei Ozone waren, also der Ozone 10, was hat sich wesentlich zum 9er geändert oder auch zu dem 10er Advanced jetzt? Da sind sehr wichtige Tools entstanden von wirklich großen Leuten und unter anderem von Mikko Sauski, der ja bekannt ist, Toningenieur, Daft Punk, Jamiroquai, Bee Gees, ist ein ganz großer in dem Bereich und ich habe zu dem Mann auch einen regen Kontakt, also, und es ist schon sehr geil, was der so teilweise im Mastering so von sich gibt. Und Ozone hat so den Neuen so ein bisschen drauf angelegt, halt auch, was diese Leute halt drüben in Amerika, gerade in L.A. im Studio machen. Und dann ist so eine Stabilizer mit drin, ist eine super geile Funktion beim Ozone. Es gibt einen Spektral-Shaper, ein richtig geiles Teil. Also es ist wirklich mal richtig geil, das Ding mal richtig auszutanen. Auch einen Impact gibt es. Und das sind wirklich Tools, wo du dein Mix eine gewisse Tiefe, auch eine gewisse Breite verpassen kannst, ohne gleich Angst zu haben, dass du dir auch irgendwas auslöschst oder dass es zu komprimiert klingt. Er macht sehr, sehr geile Sachen. Es wäre auch eigentlich, ich sollte dir das mal rüberschicken, Thomas. Und ja, vielleicht verlosen wir im neuen Jahr dann einfach, wenn wir im Februar wieder dran sind, verlosen wir dann einfach mal ganz frech ein. Ich habe mit Jürgen schon gesprochen, der hat gesagt, der stellt mir was zur Verfügung. Also, liebe Leute, wir werden im neuen Jahr dann einfach da mal ein, zwei von denen zur Verfügung stellen und für euch vielleicht auch einen Sonderdeal machen.
Das klingt fantastisch. Das werden wir machen, Ozone, im nächsten Jahr hier bei uns zu gewinnen oder sogar einen Spezialdeal, wo man nicht gewinnen muss. Was ist jetzt der nächste Schritt? Jetzt habe ich also meine ganze Mastering-Kette, ich habe meine Analyzer, wo ich ein bisschen besser verstehe, was ich höre. Ich habe ihn komprimiert, ich habe ein bisschen geschaut, ob ich am EQ was ausbessern muss. Ich habe einen Limiter drauf, ich habe die Stereo, erst vor dem Limiter natürlich die Stereo-Basis verbreitert. So, was ist der nächste Schritt? Natürlich es zu bouncen, also ein Stereo-File draus zu machen. Der Standard hierfür, den die CD von früher noch vorgibt, ist WAV 16-Bit 44,1 kHz. Jetzt habe ich mir ein bisschen angeschaut, ist das eigentlich nach wie vor der Hauptstandard oder wie weit gibt es da Abweichungen? Und ihr dürft mir jetzt gerne widersprechen, weil da bin ich mir jetzt auch ein bisschen unsicher. Ich habe es für mich so verstanden, ja, mittlerweile kann Apple Music höhere Qualität, also auch 48 kHz oder 24-Bit, Spotify kann das auch, aber vor allen Dingen müsst ihr schauen, was euer Vertrieb, also euer Baby CD oder wie heißen die noch? Was gibt's noch? Ja, Baby CD, ja genau. Landa. Kit Distro. Kit Disco wird Distro wird gern verwendet. Was lassen die zu? Weil wenn die nur WAV 16441 zulassen, dann ist ganz egal, was Apple oder Spotify macht. Habe ich das richtig gesagt oder habe ich mich irgendwo jetzt vertan? Nee, das stimmt durchaus. Also viele Vertriebe, also vor allem die Do-it-yourself-Vertriebe, akzeptieren teilweise überhaupt nur 16-Bit 44.1. Auch der GEMA-Vertrieb, dieses GEMA Sound On, was die gelauncht haben. Nee, heißt das Sound On? Ja, also dieser GEMA Upload-Hub. Ja, ja 44.1, 16-Bit, fertig. Der Thomas und ich, wir haben uns drauf verständigt, weil auch ich bin ja an einem beim Digital Distributor mit an Bord und wir bauen gerade auch an einer Do-it-yourself-Lösung und wir supporten über unsere Software sogar Dolby Atmos und wir gehen rauf bis 192 Kilohertz, was sehr wenige machen, auch natürlich wegen, du brauchst natürlich größere Festplatten, du brauchst mehr Daten, das kostet alles. Und ja, deswegen, also man muss aufpassen, meiner persönlichen Ansicht nach kommt es halt wirklich stark auf das Genre drauf an. Wenn man wirklich anfängt, akustische Musik zu machen, Klassik, Jazz, geht nichts über einen Vertrieb mit irgendwie 96 oder 192 Kilohertz. Das sollte man ausnutzen, wenn es geht, weil sich so eine Musik über Spotify und Apple Music einfach nicht gut anhört. Um noch einmal zum Abschluss des Thema Masterings zu kommen. Wir haben jetzt immer nur davon geredet, einen Single-Track zu mastern. Aber natürlich kann es ja auch sein, man mastert ein ganzes Album. Und dann ist natürlich ein wichtiges Kriterium, dass das Album in sich schlüssig stimmt. Also dann macht es vielleicht Sinn, ein File zu machen, wo alle Sachen drin sind und man mit Automationen arbeitet, um die Tracks aneinander anzupassen, damit sie vor allen Dingen nicht nur jeder für sich einzeln gut klingt, sondern das Ganze in sich gut klingt. Ich bin heute so ein paar Portale durchgegangen, was man so an Informationen zum Thema Mastering findet. Und da habe ich bei Landa auch noch gefunden, bei denen ist der letzte Punkt Sequenzierung und Abstände. Die Sequenzierung und das Einteilen der Abstände zwischen den Tracks sind der finale Schritt des Masterings. Dadurch werden die Aufnahmen eines Albums oder einer EP in die richtige Reihenfolge gebracht und die Abstände bzw. Stillen zwischen den jeweiligen Tracks festgelegt. Wir bei MuteGent haben hart daran gearbeitet, ein neues Plugin zu kreieren, das musikalischer ist als alles, was es bisher gibt. Jetzt ist es fertig. Der MuteGent Player. Jedes Instrument im MuteGent Player beinhaltet eine Komposition, also MIDI-Files, die man einfach in das Arrangement ziehen kann, um nicht nur von einem Sound, sondern auch von einer Melodie oder spannenden Akkorden inspiriert zu werden. Alle Instrumente und MIDI-Files liegen in der Cloud. Dadurch kann es jedes Mal, wenn du das Plugin öffnest, neue Instrumente bzw. MIDI-Files geben, die du einfach mit einem Doppelklick in dein Plugin lädst. Neben den Instrumenten gibt es auch noch die Kits. Das sind komplette Arrangements, die wie ein ganzer Song klingen. Mit einem Klick ladest du alle Instrumente und kannst dir alle MIDI-Files in dein Musikprogramm ziehen, um damit etwas Neues zu machen. Aber
Jetzt kommt das Unglaublichste. Die Basisversion von MuteChant ist gratis. Klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung dieses Videos und lade dir kostenlos den MuteChant Player. In dem Player findest du viele Instrumente, MIDI-Files und Kits, die du bereits kostenlos laden und nutzen kannst. MuteChant. It's time to make music.